Was war das für ein Brand, der den verschlossenen Flügel zerstört hat? Eine schreckliche Tragödie, wie wir hier zu viele erleiden mussten. Es ist jetzt 24 Jahre her. Master Samuel und seine bezaubernde Frau Catherine hatten geheiratet und waren gerade ins Schloss gezogen. Wir hofften, dass er eines Tages das Schloss von seinem Vater übernehmen und uns einen Stammhalter schenken würde. Doch dann, sie lebten noch kein halbes Jahr hier, kam es zu dem Brand. Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nein. Master Samuel verlor seine Frau bei dem Feuer und verschwand für die nächsten 12 Jahre. Der Schlag hat sie tief getroffen. Sie halten nicht viel von Sally, oder? Ich halte nicht viel von ihrer Arbeit. Warum haben Sie sie dann eingestellt? Es war nicht meine Idee. Madame hat darauf bestanden, dass wir eine Entlastung einstellen. Anscheinend keine sonderlich gute Wahl. Es wird nicht lange dauern, dann hat sie genug und verschwindet wieder. Gab es beim Brand weitere Opfer? Verletzte vielleicht? Unsere damalige Köchin entdeckte den Brand als erste und versuchte, die junge Miss Gordon aus den Flammen zu holen. Sie wurde von den Flammen eingeschlossen und wäre wohl selber verbrannt, hätte sie sich nicht mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Sie verletzte sich dabei stark am Rücken und musste uns daraufhin verlassen. Warum interessiert es Sie, was vor so vielen Jahren hier geschah? Immerhin wurde die junge Frau am Leuchtturm auch verbrannt. Ich halte den Zusammenhang für weit hergeholt. War es denn nicht so, dass die Briefe, die Darrens Mutter erhielt, mit C signiert waren? Und C könnte ja auch Catherine heißen. Aber das würde ja bedeuten, dass Catherine gar nicht tot ist. Oder dass die beiden vielleicht schon viel früher eine Abmachung miteinander hatten, die auch Darren betraf. Was war er für ein Mensch, dieser Samuel Gordon? Sein Vater hat ihn früh auf ein Internat geschickt, weil er ein sehr störrisches, wildes Kind war. Im Internat besserte sich sein Verhalten. Die Lehrer beschrieben ihn als intelligenten, aufgeweckten und freundlichen Menschen. Und so erlebten wir ihn auch in den Ferien. Nach der Schule lernte er Miss Catherine kennen. Eine wunderschöne und herzensgute Frau. Sie heirateten und das Glück schien vollkommen. Schien? Nun, es gab Streit, als sie hier wohnten. War er gewalttätig? Ihr gegenüber? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte schon. Miss Catherine war unglücklich und hätte es nicht immer wieder auch wunderbare Momente gegeben, hätte sie ihn vielleicht verlassen. Damals hätte es uns schon auffallen können. Die zwei Gesichter des Samuel Gordon. Mal der liebende und fürsorgliche Ehemann, mal der arrogante und gewalttätige Egomane. Nach dem Tod seiner Frau schien diese böse Seite verschwunden zu sein. Er besuchte uns nicht, aber gemeinsame Bekannte schilderten ihn als tief traurig und gebrochen. Bis er zurückkehrte und unschuldige Menschen abschlachtete. Es ist schrecklich. Wir machen uns alle Vorwürfe. Vielleicht wollten wir nicht wahrhaben, dass die böse Seite seiner Seele zurückgekehrt war. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Hallo, liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Let's Play Black Mirror 2, eurem gruseligen Mitrate-Let's Play hier auf Gronkh.de. Ja, wir haben jetzt mit Bates gequatscht, aber ja, aus dem Zimmer haben wir ihn noch nicht, aber der Physik-Buddha
hat uns dazu, beziehungsweise hat mir dazu schon einen sehr guten Tipp geschrieben, nämlich einfach mal im Badezimmer gucken, denn da können wir ja mit den Handtüchern und der Badewanne vielleicht eine Überflutung auslösen. So, schauen wir einfach mal. Die Handtücher haben wir ja hier drin. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Okay, das klappt schon mal nicht. Vielleicht mit der rechten Taste? Ein Haufen Handtücher. Okay, blablabla, Handtücher. Kennen wir schon. Dann gucken wir mal hier hinten beim Wasserhahn. Vielleicht klappt das ja. Okay, der funktioniert. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 50 Jahren überall im Lande zu finden war. Okay, die rechte Maustaste verrät auch nicht mehr. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 50 Jahren überall im Lande zu finden war. Gut, dann gucke ich nochmal in der Badewanne nach. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Ein Vollbad könnte also schwierig werden. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Also so kriegen wir Bates nicht aus dem Zimmer. Wir können mal in den Spiegel gucken. Vielleicht hilft es dann nochmal der Geist von Samuel. Ich glaube zwar eher nicht, aber ein Versuch ist es wert. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in ein... Ich werde mein Leben lang... Okay, das klappt auch nicht. Das ist jetzt irgendwie blöd. Vielleicht sagt das Tagebuch dazu noch was. Bates wartet nur auf eine Gelegenheit, Sally in die Pfanne zu hauen. Die sollte ich ihm bieten, vielleicht im Badezimmer. Ja. Richtig, aber wie? Das ist halt die Frage. Wie können wir jetzt hier Bates eine Gelegenheit bieten? Wir schlagen einfach alles zu Brei. Nein. Gleich den Wischlappen mit der Badewanne benutzen? Okay, das würde schon mal funktionieren. Ich lege den Wischmopp direkt über den Abfluss. Okay. Und jetzt den Wasserhahn aufdrehen. Das sollte für Ablenkung sorgen. Ah, sehr gut. Ja, danke an Physikbuddha für den richtig guten Tipp. So, hier läuft jetzt gerade ordentlich die Wanne voll. Das erinnert mich gerade an den Song von Didi Hallervorden. Die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Ja, gehen wir lieber raus in den Korridor. Und jetzt, ja, was? Läuft hier gerade schon Wasser raus? Oh mein Gott! Ja, sollten wir auf alle Fälle mal Bates Bescheid sagen. Mr. Bates? Ja. Mein Gott, der klingt ja auch nicht mehr so gut. Mr. Bates! Mr. Wasser Bates, läuft über. Das Badezimmer steht unter Wasser. Wie bitte? Ich bin eben am Badezimmer vorbeigegangen und da lief das Wasser schon auf den Flur. Holen Sie bitte Sally, Sir. Ja, aber sowas von machen wir das jetzt. Oh mein Gott, Bates geht jetzt ins Badezimmer. Ja, mutig stürzt er sich in die Fluten, währenddessen wir jetzt runter zur armen Sally gehen, die wir mal wieder in die Pfanne gehauen haben. Ja, dafür wird sie jetzt richtig böse Ärger kriegen. Ja, hoffen wir mal, dass sie daraufhin gefeuert wird, denn sie will ja auch gar nicht mehr hier arbeiten. Gucken wir einfach mal. Wir tun ihr damit ja auch eigentlich nur einen Gefallen. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, schnell! Das Badezimmer steht unter Wasser. Oh mein Gott! Bates ist stinksauer. Sie müssen vergessen haben, das Wasser abzudrehen. Was? Ich? Nein! Nein! Oh Gott, und sie rennt und rennt und rennt. Ja, jetzt sollten wir eigentlich für genügend Verwirrung gesorgt haben und können uns jetzt mal Bates seinen Gemächern zuwenden und da einfach mal ein bisschen gucken. Ja, einige von euch haben schon gesagt, wenn hier der Blitz einschlägt, dann ist hier immer ja kurz so eine kleine Figur zu sehen. Ja, jetzt hatten wir das gerade. Ja, das ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Gruselgimmick, weil man kann sie auch nicht anklicken. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Seht ihr, also da funktioniert nichts. So. Oh, ich glaube, die gibt es gleich richtig böse Ärger. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe genug von den Ausreden. Da ist auch noch was. Aber ich habe noch nie den Lappen in der Wanne gelassen. Davon wird die Lady erfahren. Sie können froh sein, wenn wir ihnen die Schäden nicht vom Gehalt abziehen. Die beiden sind beschäftigt. Böser Darren. Ganz, ganz böser Darren. Also los. Gut, dann jetzt ab in Bates Bude. So. Und jetzt können wir uns hier mal umgucken. Ja, Atemmaske. Hinten haben wir die Sauerstoffflaschen dazu. Schublade, Schublade, ein Gemälde, ein Fenster. Ja, Schreibtisch. Ja, fangen wir doch mal mit dem Schreibtisch an. Er ist ein ordentlicher Mensch, wie es nicht anders zu erwarten war. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Ah ja. So, was haben wir da noch? Da war auch noch irgendwas. Ach, der Bettpfosten. Aha.
Dieser Bettpfosten sieht mehr als seltsam aus. An der Seite des Pfostens ist ein Riss. Was haben wir denn da? Da steckt ein kleiner Messingschlüssel drin. Ein Messingschlüssel? Vielleicht für die Tür unten, also für die verschlossene Tür? Könnte sein. Wir können uns ja mal genauer angucken. Ein kleiner Messingschlüssel. Er dürfte zu Bates Schreibtischschublade gehören. Für eine Tür ist er zu klein. Oder natürlich für die Schreibtischschublade. Das geht natürlich auch. Bates wird keine wichtigen Dokumente einfach auf seinem Schreibtisch herumliegen lassen. Ja, dann nehmen wir doch mal den Schlüssel, der hier nicht funktioniert. Auch nicht schlecht. Bates wird keine wichtigen Dokumente einfach auf seinem Schreibtisch herumliegen lassen. Es ist mir jetzt auch klar, Darren. Hast du auch schon ein paar Mal erwähnt, aber damit kommen wir hier nicht weiter. So, dann gucken wir uns mal da hinten die Schublade an. Die Schublade ist verschlossen. Das könnte interessant sein. Vielleicht jetzt hierfür den Schlüssel benutzen? Bingo! Ein Metallkästchen. Ah! Einige Dokumente. Oh ja, einige, viele Dokumente. Und ein Foto. Das ist meine Mutter. Mein Gott! Es zeigt Mom, Bates und einige andere Bedienstete im Schnee vor dem Eingangsportal. Unter dem Bild steht: Die guten Geister von Black Mirror Castle. Weihnachten 1969. Das passt doch alles nicht zusammen. Ich bin im Februar 1970 geboren. Und auf diesem Bild sieht meine Mutter ganz und gar nicht so aus, als sei sie im siebten Monat schwanger. Heißt das? Nein. Das Foto muss falsch beschriftet worden sein. Ganz bestimmt, Darren. Ganz bestimmt. So, dann... Oh, ein Schmuckkästchen. Für ein Schmuckkästchen ist es ungewöhnlich schwer. Ich glaube fast, es ist eher eine Art altmodische Schließkassette. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Nur mit Symbolen statt Zahlen. Es gibt tausende Kombinationsmöglichkeiten. Mit Ausprobieren komme ich hier nicht weiter. Ich muss erst rausfinden, welche Symbole die richtigen sind. Ah ja, gut. Dazu müssen wir uns hier nochmal umsehen. Zum Beispiel hier in den Büchern oder in dieser Schublade. Was liest Bates denn so? Heinlein? Dick? Lem? Selassny? Meine Güte, der Mann hat ja richtig Geschmack. Da sind Anziehsachen und Unterwäsche drin. Nicht weiter interessant. Richtig, denn Bates Schlüpper will keiner sehen. Hier haben wir noch eine Büste, das Gemälde wäre auch noch da. Und ja, hier geht's zurück zum Korridor. Gut, dann machen wir bei der Büste weiter. Keine Ahnung, wer das ist. Steht kein Name dran. Einer von den üblichen Verdächtigen ist es nicht. Kein Shakespeare, kein alter Grieche. Das hier wird jetzt bestimmt irgendein Gordon sein. Das Porträt eines ziemlich verkniffen dreinblickenden Gentlemans. So sieht man aus, wenn man stundenlang für einen Maler stillsitzen muss. Das Fenster geht in Richtung Schlosstor. Ich sehe die Treppe, die Bäume, nichts von Interesse. Die Flaschen dürften reinen Sauerstoff beinhalten. Kranken Menschen wird damit das Atmen erheblich erleichtert. Bates muss es sehr schlecht gehen. Als er vorhin hier so saß, habe ich einen Sterbenden gesehen. Ja, Bates ist ja auch schon alt wie die Welt. Darf man ja nicht vergessen, aber er will... Dass Bates nicht gesund ist, sieht man ihm sofort an. Er scheint Probleme mit der Atmung zu haben. Vielleicht Lungenkrebs? Gut möglich, dass Bates in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre. Aber er würde eher sterben, als dieses Schloss zu verlassen. Ja, törichter alter Mann. Zu stolz, um seinen Beruf aufzugeben. Und ja, verschwendet damit sogar seine Gesundheit. So, jetzt haben wir hier noch die Dokumente. Ein Scheckheft, einige Notizen und Überweisungsträger. Es sind exakt dieselben, die ich im Schreibtisch meiner Mutter gefunden habe. Und auch die Handschrift passt überein. Also war es Bates, der meiner Mutter regelmäßig Geld geschickt hat. Nur in wessen Auftrag? Und suche ich wirklich nur nach meinem Vater? Das hier könnte noch interessant sein. Zwischen den Notizen ist ein Zettel mit der Überschrift Kombination. Ah, den suchen wir doch.
Ja, und Bates hat die Kohle überwiesen. Entweder die Beschriftung des Fotos ist falsch, oder ich suche nicht nur nach meinem Vater. Das Bild ist angeblich 2 Monate vor meiner Geburt aufgenommen worden. Aber meine Mutter ist so schlank, wie ich sie noch nie gesehen habe.